Die Geschwindigkeit einer Webseite. Mein Name ist Philipp Sauber, ich bin von der INMAG und Sie schauen websitemarketing.ch. Google, aber auch der User ist darauf angewiesen, dass eine Seite schnell lädt. Konversionsraten beispielsweise nehmen massiv ab mit zunehmender Ladezeit einer Webseite. Das heißt, umso länger es geht, bis die Seite geladen ist, umso weniger Abschlüsse, umso weniger Formulare werden ausgefüllt, umso weniger habe ich in meinem Basket in einem E-Shop drin. Aber das merken natürlich auch die Suchmaschinen. Die checken genau, ob eine Seite schnell lädt oder nicht. Und je langsamer die lädt, umso schlechter ist ja auch die Position. Das ist einer der Faktoren, die hier sicherlich ins ganze Ranking einfließen. Wir haben zwei Tools, die wir ständig einsetzen, mit denen wir die Geschwindigkeit von Websites messen. Denn es sollten keine subjektiven Meinungen sein. Es kann sein, dass mal ein Kunde anruft und sagt, Ihre Webseite lädt sehr langsam, das ist eine subjektive Meinung, das kann man mit Tools prüfen, denn das kann sein, dass der eine langsame Leitung hat, so sehen welche Prozesse die ganze Geschwindigkeit eines Browsers verlangsamen und so weiter. Drum sollte man sich auf Tools stützen. Ich zeige zwei dieser Tools gleich online auf. Ich gehe hier auf Google und suche nach Google Page Speed Checker. Das ist das eine Tool, das ist von Google selber. Die Seite am besten gleich bookmarken, komme hier rein und gebe hier meinen URL ein. Und nun läuft das Browser unabhängig. Ist eigentlich egal, in welchem Browser das ich bin. Also es ist auch egal, wie schnell ein Browser ist oder wie gut meine Leitung. Messe ich das hier online. Und sehe hier 91 von 100 Punkten, was sehr gut ist. Ich sage mal so bis 75, 70 ist noch okay. Was drunter ist, sollte man unbedingt optimieren. Was jetzt aber schön ist, wenn ich eben eine längsamere Zeit hätte, dann könnte ich hier drüben auch schauen, was zu optimieren wäre. Hier beispielsweise mit hoher Priorität Bilder in CSS Sprites kombinieren, das wäre beispielsweise was, das wir machen könnten, oder generell Bilder optimieren, das wäre dann eine Medium Priority. Und dann habe ich hier noch 6 Low Priorities und interessant zu sehen ist auch hier, was ich schon gemacht habe. Dies also eine Liste, die ich auf dem Webmaster geben könnte, der dann aufzeigt, was er erledigt hat und so, sich so natürlich dann die Geschwindigkeit verbessern sollte. Das ist das eine Tool. Es gibt hiervon auch ein Plugin, ein Chrome-Plugin, aber das ist natürlich dann vom Browser auch wieder vom Speed abhängig. Das heißt, ich würde hier die Online-Version empfehlen. Dann das zweite ist hier auf Pingdom, das nennt man tools.pingdom.com und komme hier rein und auch hier kann ich wieder die Geschwindigkeit messen, genau gleich eigentlich. Nur hier wird es mir ein bisschen detaillierter aufgezeigt. Ich sehe hier unten, ich scrolle hier mal langsam runter, sehe ich gleich, was geladen wird, wie lange das dauert, bis geladen wird, bis dann die Seite schlussendlich total geladen ist. Und dann kriege ich genau gleich hier, wie bei Google eben vorher auch, einen Wert. Hier sind es anstatt 91, 93 von 100, also noch ein bisschen schneller. Die Geschwindigkeit kriege ich, die Größe der Seite natürlich auch entscheidend. Das ist also ein weiteres Tool, das mir aufzeigen kann, was ich noch verbessern könnte. Da, wo die Längen und Balken drin sind, muss ich mir anschauen, wo das Potenzial liegt. Das sind also zwei Tools, mit denen ich den Speed messen kann. Wie gesagt, entscheidend für den User, aber natürlich auch entscheidend für die Suchmaschine und eben nicht subjektiv. Würde mich interessieren, wie ihr eure Geschwindigkeit messt. Habt ihr euch überhaupt mal drum gekümmert? Ein entscheidender Faktor. Kommentare wie immer hier. Wenn es euch gefallen hat, abonnieren könnt ihr hier oben. Mein Name ist Philipp Sauber. Ich bin von der INMAG und Sie haben websitemarketing.ch geschaut.